Vikersund. Das interessiert natürlich die Springer nicht. Sie haben nur Augen für diese Position vorne, die Kante. Wir sehen auch hier die Spur schön reingefräst, wird jetzt mit den Blasgeräten nochmal sauber gemacht und dann geht es ab darunter in die Tiefe. Die Beschleunigung von 0 auf 100 wahrscheinlich um die 2,5 Sekunden, maximal 3, also schneller als ein Formel 1 Auto beschleunigen kann. Und dann geht es vorne raus und hoffentlich weit, weit ins Tal. Ja, Sepp, du bist schon oben, normal ist deine Position unten, ich komme ein Stück runter. Sepp, heute hier oben, was gibst du für einen Anlass, sonst bist du da immer unten zum Kontrollieren. Ja, der Anlass ist eigentlich ganz einfach, eine neue Chance, auch ein Weltrekord wäre unter Umständen möglich. Und um sicher zu gehen, dass Athleten nur mit einem regelkonformen Anzug diese weite Runde eben erreichen und deswegen bin ich herum im Anlauf herum. Aber ich nehme an, so sehr viel wirst du gar nicht kontrollieren brauchen, denn wenn sie wissen, dass du hier bist, wissen sie auch, was die Stunde geschlagen hat, oder? Ja, es wurde auch angekündigt, ja, dass eben nur regelkonformes bzw. wettkampfgerechte Anzüge verwendet werden dürfen. Und ich hoffe schon und gehe davon aus, dass das auch so passieren wird. Aber sag mal, wir stehen jetzt gerade hier oben, ich bringe mal ein bisschen runter, müssen wir mal so ein bisschen sprechen. Aber der Ausblick, der ist ja gewaltig, oder? Ja, gigantisch. Also, wenn man sieht, jetzt werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Das bisschen Schnee, das noch so herumliegt, wird herausgeblasen, sodass die Athleten dann wirklich optimale Bedingungen vorfinden. Ja, optimale Bedingungen, das ist die Frage. Wie soll der Wind sich ändern? Ja, laut Vorhersage soll sich der Wind jetzt von Stunde zu Stunde verringern. Also es ist im Moment schon so, dass man springen könnte. Ich hatte gerade einen Funkspruch von Miran mitbekommen, der meint, dass wir eben um 4:45 beginnen können und um 5 Uhr pünktlich mit dem ersten offiziellen Training starten. Gut, dann hoffen wir mal, dass das alles so eintrifft und dann werden wir auch die Schanze in Aktion sehen, also wie sich die Springer hier runterstürzen. Einfach ein Wahnsinn und vor allen Dingen fürs Wochenende. Es sind super Verhältnisse vorhergesagt und dann schauen wir, ob der Weltrekord attackiert wird. Da müssen die Verhältnisse sicher passen, aber auch wenn es nur weite Flüge gibt an die 230 heran, wird sicher ein tolles Springen, ein toller Wettkampf. Bis dahin, tschüss!